Ja, hallo Freunde, schönen ersten Advent wünschen wir euch. Willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, wir haben gestern eine Sache gemacht, die wir schon lange auf dem Schirm hatten. Gestern hat es endlich geklappt. Wir haben eine Peking-Suppe gemacht. Schaut es euch an. Kühnes Kochkanal. Hier nun unsere Zutaten für unsere Pekingsuppe. Wir brauchen Hähnchenbrustfilet, zwei Möhren, eine Zwiebel, Stückchen Ingwer, Gemüsebrühe, Lauchzwiebeln, Tomatenketchup, Sambal Olé, Sojabohnenkeimlinge, dann haben wir Sojasauce in hell, Bambussprossen oder Scheiben, gehackte Tomaten, Chilipulver, Reisessig, Zucker und Öl. Ja, ich denke, wir haben alles. Und dann kann es losgehen. Ja, wie könnte es anders sein? Wir haben mal wieder ein bisschen was vergessen. Und zwar die 250 Gramm Champignons. Die ersetzen die Mohair-Pilze, die eigentlich in eine normale Peking-Suppe reinkommen. Haben wir aber leider heute nicht gekriegt. Und wir brauchen noch zwei Eier. Auf dem Herd bringen wir nun 2,5 Liter Wasser zum Kochen. Darin lösen wir unsere Gemüsebrühwürfel auf und geben dann unsere Hähnchenbrust rein und lassen sie ungefähr na, so 30 Minuten köcheln. In einem Topf oder Wok erhitzen wir nun 2 Esslöffel Öl und geben dann unsere kleingeschnittene Zwiebel dazu und schmoren die damit an. Nun kommen noch unsere kleingeschnittenen Karottenstreifen dazu. Wirklich Karotte entweder in Streifen schneiden. Ich habe es mit einem Julienne-Schneider gemacht. Ja, die wird jetzt auch nur kurz mit angebraten. Dazu kommt unser Ingwer. Den habe ich auch in ganz feine Streifen geschnitten. Ich bin sehr unsicher, wie viel Ingwer ich da reinpacke. Das ist jetzt so 1 Zentimeter vom Ingwerstück. Ich weiß nicht, Helmut, mehr oder weniger? Das war jetzt ungefähr 1 Zentimeter, den ich klein geschnitten hatte. Hier ist noch 1 Zentimeter, der rumliegt. Ja, Ingwer ist scharf. Ein ganz kleines Fitzelchen vielleicht noch. So, 2, 3 Fitzelchen noch dazu. Ja, ob es das jetzt gebracht hat, weiß ich nicht. Aber wir werden sehen. Da bin ich echt unsicher, wie viel Ingwer da rein muss. Finde ich, wird hinterher noch reingeschmissen. So sieht's aus. 2, 3 Minütchen sind unsere Möhrchen mit angeschmort. Nun gebe ich unsere Pilze dazu. Die haben wir in Viertel geschnitten. Auch die dürfen so 2, 3 Minuten, vielleicht sogar ein bisschen mehr, anschmoren. Und dann geht's weiter. Nach 2, 3 Minütchen Schmorzeit von den Pilzen gebe ich noch das Glas mit den Bambussprossen oder Bambusscheiben dazu. Auch die können nochmal so 2 Minuten mitgaren. In der Zeit werde ich jetzt auch etwas würzen, schon mit dem Chilipulver. Aber Vorsicht, ganz tolle Vorsicht, nicht zu viel. Ich denke, das reicht schon. Nachwürzen können wir immer noch. Wie ihr seht, unsere Pilze sind schön eingeschmort. Nun gebe ich unsere Dose mit den stückigen Tomaten dazu. Und nebenbei ist ja nun unsere Brühe gekocht mit der Hähnchenbrust. Die habe ich inzwischen schon aus dem Sud, also aus der Brühe genommen. Und gebe den Sud nun unter anderem nach und nach auch noch mit dazu. Sud, Brühe, die Brühe, die Hähnchenbrühe. Genau. Und dann lassen wir das Ganze nochmal schön aufkochen.
Mit der Brühe haben wir nun das Ganze aufgegossen. Nun kommen noch 3 Esslöffel von der hellen Sojasauce dazu. So. Dann gibt es noch 2 Esslöffel. Wartet, ich muss erstmal den Essig aufmachen. Vom Reisessig dazu. So, wer es saurer mag, oder muss man hinterher noch mal ein bisschen abschmecken. Und ich gebe noch einen guten Esslöffel Zucker dazu. Wie gesagt, abgeschmeckt werden kann nachher noch. Und nun lassen wir das Ganze weiter köcheln. Um das Ganze weiter abzuschmecken, kommen noch 2 Esslöffel, das war ein guter Esslöffel, Tomatenketchup rein. Nachher werden wir noch ein bisschen Sambal Oleg mit reingeben. Sambal Oleg. Ich habe es immer noch nicht drauf, ne? Egal. Ist aber nicht so schlimm. Und jetzt gleich kommen die Sojabohnenkeimlinge, gebe ich noch dazu. Ich gieße sie ab und dann kommt das Glas dazu geschüttet. Und dann melden wir uns wieder. Genau. So, jetzt kommen unsere Sojabohnenkeimlinge dazu. Da könnt ihr auch frische nehmen, wenn ihr frische bekommt oder frische habt. Haben wir leider nicht bekommen. Genau, ich habe sie jetzt aus dem Glas genommen. Die tun es aber auch. So, und dann melden wir uns gleich wieder. Nun geben wir noch ein bisschen von dem Helmut. Sambal Oleg. Genau, in die Suppe rühren das unter. Da habe ich aber auch nicht zu viel genommen. Ich denke, die ist pikant genug. Und nun habe ich 2 Eier mit etwas Wasser verrührt und dies lasse ich jetzt hier in die Suppe langsam mit einfließen und dann damit kriegen wir die auch ein bisschen sämig und ihr seht, das Ei, das stockt. Ja, und somit ist unsere Suppe eigentlich fertig. Du darfst dann nochmal abschmecken, Helmut. Das werde ich tun. Und ja, dann, und dann werden wir essen, ne? Dann werden wir essen. Allerdings wartet, ich habe hier noch um die Ecke meine Frühlingszwiebeln stehen, die ich klein geschnitten habe. Die gebe ich natürlich auch noch dazu. So. Ich denke noch mal 2-3 Minuten Küche. Ne? Braucht gar nicht mehr. Ne? Das ist jetzt nur, dass es heiß wird und dann. Dann können wir essen. Ja. Ja, wir waren etwas voreilig mit dem Essen. Was fehlt noch? Na, das Hühnchenfleisch, das habe ich zwischenzeitlich zerzopft. Unsere Katzen haben natürlich ihren Anteil auch bekommen. Ja, nur unser stand noch rum. Ja, aber das sollte jetzt wirklich alles gewesen sein. Ja, kurzes Fazit. Also eine wirklich leckere Suppe. Wir haben sie gestern zum Mittag gegessen, hatten eigentlich vorgestern noch Muscheln zu essen. Dann haben wir gesagt, nee, komm, die ist so lecker, die haben wir abends nochmal gegessen. Also solltet ihr unbedingt probieren. Das mit dem Ingwer war auch okay, also so 1,5 cm vom Stück Ingwer könnt ihr ruhig nehmen. War lecker. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo, das ihr immer unten rechts machen könnt, würden wir uns sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid, bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, habt noch einen schönen ersten Advent. Tschüss. Kühnes Kochkanal.